Bei eisiger Kälte und elbsolchen Wind machten wir uns auf den Weg von unserem Parkplatz zur Flugschanze. Der Weg dahin führte uns durch eine tolle Winterlandschaft mit meterhohem Schnee. Das gelbe Windnetz der Flugschanze war schon von weitem zu erkennen. Nach einer halbstündigen Wanderung war es dann endlich soweit. Wir erreichten die Schanze und blickten fasziniert den steilen Auslauf hinauf. Beim Tourbus der österreichischen Adler konnten wir sogar Gregor Schlierenzauer und den Erfolgstrainer Alex Bäumtner kurz sehen. Kurz vor dem Beginn des Wettkampfs wurde die Schanze nochmals kurz präpariert. Und hier sehen wir bereits Thomas Morgenstern im zweiten Durchgang. Dieser Sprung brachte ihn den vierten Platz und sorgte für tolle Stimmung unter den rund 30.000 Fans.